Wir sind heute bei der Hauser Almreus und das steht unter dem Motto Lederhosen und Dirndl treffen. Da stellt sich uns natürlich die Frage, ist das Dirndl schöner im Dirndl? Und heute ist der Tag, um dem auf den Grund zu gehen. Ist ein Dirndl schöner in einem Dirndl? Ein Dirndl schöner in einem Dirndl, natürlich. Wenn ich mir denke, gestern war unser Haus voll und alle haben Lederhosen und Dirndl gewandelt, direkt Herzklopfen kriegst. Eine Dame in einem Dirndlkleid, ist das hübscher? Das stimmt auf jeden Fall. So richtig in einer echten Tracht? Ja, ja. Sie selber tragen auch gern Dirndlkleid? Auch gern, ja, stimmt. Voll. Warum? Das gehört einfach zu uns her da, mit Tracht. Also bei uns da ist das gang und gäbe, sagen wir, mir sagt viel, was auch unter der Woche Dirndl tragen. Sonntag sowieso. Nein, ich muss sagen, ich halte auch viel auf das. Praktisch und schön. Schön auf jeden Fall. Voll. Ja, aber da bist du angezogen, sag mal. Einer, was ich war, wie ich noch jung war, da habe ich nur Dirndl gewandt gehabt. Und heute auch wieder. Heute ist das aufgekommen. Und das ist wirklich schön. Ist dein Dirndl schöner in einem Dirndlkleid? Auf jeden Fall. Auch jetzt Dirndl sind Dirndlkleid viel schöner wie sonst. Und warum? Ja, ich weiß nicht, weil die Dirndlkleid ganz einfach die Weiblichkeit ganz einfach so hervorheben. Nicht? Und das gefällt ihm? Das ist ja überhaupt keine Frage, nicht? Dass das ihm auch gefällt. Also du bist jetzt gerade mit Komplimente überhäuft worden. Dein Burm gefällt dein Dirndlkleid. Wie fühlst du dich selber drin? Was ist das Schöne? Ich trage es mit Stolz. Ich bin einfach überhaupt eine Dirndlkleidträgerin. Und das ist natürlich ein Höchstein-Dirndl, nicht? Das sind zu der Veranstaltung heute, oder wenn man da aufschaut auf dem Höchstein. Ne? Und somit habe ich mir jetzt das Dirndl rausholen. Die Jungen, die Buben mit Lederhosen, die Dirndl, also unglaublich schön. Und das gehört auch zum Brauchtum dazu. Ist oft wurscht, wo das Dirndl da ist, entweder auf der Alm, wie heute da, oder in der Stadt. Weil in der Stadt sieht man die Jungs auch. Lederhosen, Polohemd, Flipflop, ist auch irgendwie trachtig. Und die feschen Dirndl werden durch das Dirndl noch fescher. Oh. So schaut das aus, gell? Ist ein Dirndl schöner in einem Dirndlwand? Auf jeden Fall, besonders bei uns in der Region. Warum? Ja, weil bei uns die Tracht einfach viel schöner ist als wie irgendein Jeans oder ein Rockerl. Würde ich schon sagen, dass der Bub in der Lederhosen besser ausschaut und das Dirndl im Dirndl natürlich auch. Seit es vier zackige Buben in recht schnittige Lederhosen, bringt das was bei den Dirndlern in Dirndlwand? Da fragst du genau richtig. Nein, ich kann es ehrlich gesagt nicht recht sagen, aber ich finde das schon, dass das ein bisschen gescheiter ausschaut. Auf jeden Fall. Also hast du ganz minimale Chancen, oder wie? Minimale Chancen, ich tue mir eh ein bisschen schwer. Stimmt das? Das ist meistens so, dass man sagt, ein Dirndl ist in einem Dirndl schöner. Ist das so? Ja, ist er so. Ja, es ist einfach ein Dirndl. Motzt und putzt eine Frau einfach wirklich noch einmal auf. Und das halt natürlich bei uns in der Gegend deswegen, weil es einfach die Tradition ist und weil wir uns einfach freuen, wenn wir die Tradition leben. Und als Mann schaust du eine Frau wirklich gern an, wenn sie ein schönes Dirndl gewandt hat. Das hat deine Frau heim. Frau Bürgermeister, wie wählst du dein Dirndlkleid aus? Je nach Laune, wenn die Sonne scheint, nehme ich ein schönes, ein helles und bin dann glücklich und froh. Ist ein Dirndl schöner in Dirndl gewandt? Ja, unbedingt. Es ist ein Dirndl kriegst du ein Dirndl gewandt, als würde es einem Buben eine Lederhosen kriegst. Auf der Alm sowieso. Traditionen muss man leben und gestalten. Und so verhält es sich mit einem zünftigen Dirndl und der feschen Lederhose. In einem Dirndl ist wirklich jede Frau schön. Und das wird wohl über viele Generationen hinaus so bleiben.